Hier werden Apple-Kunden echt witzig verarscht. Es brauchte nur ein paar Fark-Apple-Mitarbeiter und ein paar Statisten, die den Beginn einer Schlange simulieren und schon stellen sich die ersten echten Apple-Kunden an. Doch wie versichert man denen glaubhaft, dass es wirklich das neue iPhone im Fahrstuhl-Shop gibt? Ganz einfach, man lässt ab und an ein paar Statisten mit auffälligen Tüten aussteigen, die sich wie verrückt freuen. Und so wurde die Schlange in Richtung des Fark-Apple-Stores immer länger und länger. Und so dürften sich auch die Gesichter der echten Apple-Kunden entwickelt haben, nachdem ihnen klar wurde, dass sie reingelegt wurden. Stolz zeigte sich hingegen die Impro-Gruppe in einem YouTube-Video. Dort kann jeder anschauen, wie der Gag rund um den Fark-Apple-Store aufgezogen wurde.